Ist das Leben Leiden? Was ist Leiden? Leiden ist die Erfahrung von getrenntem Sein. Wo es mich und etwas anderes gibt. Mich und die Welt, mich und das Universum, mich und die anderen, mich und mein Beruf, mich und die Arbeit, mich und das Spiel. Das gemeine mich, das gemeine mein, aktiv ist. Und was ist das Leben? Ist das Leben getrenntes Sein? Nein. Was das Leben ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das Leben ist. Ich kann nur sagen, was mein Erleben ist. Mein Erleben ist immer wieder die Erfahrung von getrenntem Sein. Weil da ja schon mein Leben ist, mein und dein Leben, mein und das Leben von etwas anderem. Und das ist Leiden. Aber das Leben, von dem ich gar nicht weiß, was es ist, ist auch kein Leiden. Und wo mein Leben ist, mein Erfahren, mein Erleben, das leidvoll ist, ist natürlich dann auch mein Erleben, das freudvolles Leben. Es wechselt sich ab. Doch heute früh war es so intensiv, das Gefühl von getrennt sein, so energetisch, schlimm, echt schlimm. Es ist jetzt immer noch irgendwie, steckt es im Körper drin. Ich weiß gar nicht, warum ich hier dieses Selbstgespräch führe. Ich will ja niemanden irgendwie belehren. Ja, vielleicht ist da das Bedürfnis da, es mitzuteilen. Oder ich höre mir auch ganz gerne zu. Oder vielleicht erwarte ich, indem dass ich über dieses Erleben spreche, dieses leidvolle Erleben spreche, dass ich Linderung erfahre. Dass ich mich vielleicht für einen Moment selbst vergesse und in dieser Selbstvergessenheit es gar keinen mehr gibt, der das Leiden persönlich nimmt oder der unterm Leiden leidet. Oder wie wäre es mit dem schlauen Spruch, das Leiden hat mit sich selbst kein Problem, nur der, der es glaubt zu haben. Der glaubt, er hätte das Leiden, mag das Leiden nicht. Doch wer ist das? Wer bin ich? Hahaha, wie komme ich denn auf diese Frage? Wer bin ich? Ich bin doch schon. Ich bin doch schon. Bin ich schon? Was ist da, was ich bin? Was sehe ich von mir überhaupt? Kann ich mich sehen? Ich sehe einen Raum voller Gegenstände, die ich mit Namen bezeichnen kann. Das ist eine Gitarre, das ist eine Trommel, das ist ein Teppich. Das sind Hände. Doch hier, ich. Das, was hier spricht, das sehe ich nicht. Ich sehe zwar Körperteile, aber mein Gehirn kann ich auch nicht sehen. Kann ich meine Zunge schmecken? Ich kann meine Stimme hören. Aber irgendwie, ich
Was ich bin, das kann ich nicht sehen. Das bin ich zwar. Ich kann mich drüber reden hören. Hallo, hallo, ja, wie geht es dir? Ach ja, heute geht's mir nicht so gut. Ich bin so verzweifelt, 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 weil ich es gern anders hätte. Aber es ist so, wie es ist. Und ich fühle mich so hilflos, weil ich gar keine Kraft oder Motivation verspüre, es zu verändern. Ja. Die Suche nach dem Glück. Ich beschließe nun mal glücklich zu sein. Was für ein Beschluss. Aber glücklich sein, was ist das denn? Von nun an bin ich auf ewig glücklich. Auch wenn ich höre, dass die Welt misshandelt wird. Wird sie misshandelt? Auch wenn ich diese Gier sehe, sehe ich keinen, der sie hat. Nein, was? Auch wenn ich höre, dass jeder Plastik im Blut hat, bin ich glücklich. Ich bin glücklich, was kommen mag. Wenn mir ein Arm abgeschnitten wird durch einen Autounfall, bin ich glücklich. Wenn meine Geliebte sterben würde, bin ich glücklich. Weil ich bin ja jetzt nur noch glücklich. Was aber nicht heißen sollte, dass nicht diese ganzen unangenehmen Gefühle trotzdem aufsteigen. Ich habe mir gestern so ein Interview im Internet angeguckt. Es ging um einen japanischen Kannibalen. Der hat mal eine Frau gegessen. Er wusste gar nicht wieso, aber er hatte so ein Gelüst drauf und irgendwie ist es dann dazu gekommen. Dann war er im Gefängnis, in der Psychiatrie, ist er wieder entlassen worden und dann haben irgendwelche, ein Interview mit ihm entstanden. Total krass, ich habe mir gedacht, oh, warum schaue ich mir so einen Scheiß an? Das ist ja zum Kotzen. Aber ich habe es irgendwie nicht ausgeschaltet. Ich habe dann weitergespult. Und dann zum Schluss hat er so gesagt, ja, ich weiß gar nicht, warum ich dieses Bedürfnis hatte, jemanden aufzuessen. Und ich weiß ja gar nicht, wer ich bin. Und irgendwie, ich krieg's nicht los. Und ich will nur sterben, eigentlich will ich sterben oder dass mich jemand umbringt. Ich will da, und mich dann, oh, total krass. Es war so krass wie, weil ich glaube nicht, der hat nicht wirklich gewusst. Er weiß zwar nicht, wer er ist, aber er weiß, er glaubt zu wissen, dass er der ist, für den er sich hält, was er gemacht hat und die ganze Scheiße. Was für ein Gefängnis das ist, sein kann, diese Persönlichkeit. So, oh, ich bin in meiner Einmaligkeit so gefangen und scheinbar drauf festgelegt. So. Und irgendwie, ja, ich muss ja sterben. Aber da hilft wahrscheinlich nur genau hinschauen. Bin ich diese Einmaligkeit von persönlichem Dasein? Bin ich meine Geschichte? Und wenn, angenommen, vielleicht bin ich ja auch der da, genauso wie ich vielleicht auch Hitler war oder irgendein Amerikaner, der irgendwelche Indianer erschossen hat. Hitler, vielleicht war ich ja auch Hitler, der angeordnet hat. Bitte, Sie müssen weg, damit es mir gut geht.